Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Kirby und das vergessene Land. So, wir gehen erstmal wieder hier hoch und holen uns wieder was zum Kaufen. Hi. Hey Kirby, hast du einen Moment Zeit? Da du zu unserem treuesten Kunden zählst, möchte ich dir herzlich danken und dir diese besondere Figur überreichen. Waddy Verkäufer. Dieser geschäftstüchtige Waddy besitzt einen eigenen Itemladen in der Stadt und verkauft dort viele nützliche Items. Er beliefert auch das Waddy Café mit seinem hausgemachten Energy Drink. Bezahlen lässt er sich mit Kirby Burgern, 3 von ihnen für 2 Energy Drinks. Hallo, der knüpft mir Sternmünzen ab. Zwei Burger kosten für. So, Welt 6. Kommen schon langsam zum Ende des Postgame-Contents. So. Vergeslande. Ich mag es mit der Farbe lila. So. Mal kurz hier, kann ja alles Mögliche sein. So, so. Wow, das hat weh. Wieder zurück. Oh, das ist ja immer Probleme, würde ich mal behaupten. So. Ist hier irgendwas? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Da geht's weiter. Okay, wir haben alle Fragmente gefunden. Okay. Eiskraft, okay. Und damit können wir auch schön das hier machen. So. Thank you.
Okay, Heilung ist ja da. So. Zerstört hier. Was habe ich noch im Augenwinkel gesehen, dass ich da irgendwas aktiviert habe? So. Ach, da ist die Stelle mit dem Water, die der weiß, dass ich nicht hinkomme. Aua. War ja klar, dass das nur passieren muss. Nein, 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 vergiss es, vergiss es, vergiss es. So. So. Ich muss sagen, ich mag tatsächlich das Postgame. Da oben ist was. Komm ich denn da oben hin? Da muss ich von hier aus springen? Ja, okay. Ah. Nein! No! Toll. Das kann ich wieder bis da hochlaufen. No, komm schon. Das ist jetzt nicht fair. So. Weg mit dir. So. So. Dann hätten wir auch alles. Okay. Ach du heiliger Bimbam. Das fährt ja mit extremer Geschwindigkeit hier. Nein, meine Bombe. Oh, ich fliege jetzt hier ganz normal vor.
So, ich hab jetzt erstmal hier oben. So. Gehen wir dann hin die Münze. Boah. Okay, da unten ist was. So. Das ist ein Schalter, aber jetzt. Boah, das war knapp. Nee. Ich sehe, okay. Verstehe. Oh, was passiert eigentlich? Nice, so. Okay. Wusch. Bin ich immer gespannt, was jetzt kommt. Und ein Fight. Oh, ich erinnere mich. Aua, war ja klar. Hallo. Bin ich nicht fair. So, so, so. Okay. Wunderbar. Dann gehen wir erstmal hier hoch. Gucken, ob hier irgendwas ist. Das sieht nicht so aus. Mir ist auch nichts. Okay. Kann man ja aber nie wissen, ne? Einfach mal umschauen überall. Hier war doch eine Blaupause. Was ist denn hier? Nur eine Münze, okay. Hier ist nichts. No. Okay. Achterbanker, wie ist wieder zur Stelle? Thank you.
Win. So, dann einmal aussteigen bitte. Bisher habe ich aber auch keine Kapsel gefunden, ne? Und irgendwie seltsam. Wir haben alle Fragmente gefunden, okay. Das ist ziemlich überrascht, weil wir sind ja gleich höchstwahrscheinlich am Ende angekommen, ne? Na, Hauptsache, wir haben ja alle Seen gesammelt, das ist ja die Hauptsache. Um Leopold zu retten. Hallöchen. Oh, guck mal. Lalalala. Krieg ich dafür was, wenn ich das hier... Nö. Krieg ich nicht, okay. Wunderbar. Wir wieder voll nehmen. Okay. Und eigentlich auch nichts verpassen, ne? Aua. Und bei Pekia. Okay, das ist schon spaßig hier. Das arme Häschen hier. Aber hier ist natürlich auch wieder nichts. Hm. Okay, Nummer 1 ist schon mal erledigt. Okay, das war lustig. Und overpowered. So, ist hier oben noch irgendetwas, bevor ich weitergehe hier? Okay, weiß ich Bescheid. Ich muss mich da runterfallen lassen. Ach du liebes bisschen. Wow, das war knapp. Ich
Hier ist auch nichts. Kriege ich. Du hast wahrscheinlich den Stern und die Kapsel verpasst. Aua. Das tat a little bit weh. Aber nur a little bit. Das tat mehr weh, würde ich mal behaupten. Und auch hier haben wir alle Fragmente gesammelt. Und dann kommt jetzt Bosskampf. Ich habe tatsächlich die Kapsel als auch den Stern nicht gefunden. Okay. Illusion Urerzfeind. Virgus DDD Phantom. Aber ich drück mich. Alter. Jo. Bin ich? Da bin ich. Okay. Na gut. Ah, meine Fertigkeit, nein. Okay, wir haben es gleich geschafft. Nicht die beste Kampfverlauf, den ich mir auch erhofft hatte, aber Hauptsache, wir haben den Boss geschafft, ne? Habe ich die Kapsel gefunden? Illusion Bizeps Bestie Gorillos Phantom. Diese illusionäre Bestie wurde aus mächtiger physischer Energie in einem Reich der Träume erschaffen. Auch wenn es sich nur um ein Phantom aus negativen Gedanken handelt, steht es in Sachen Stärke dem Original um nichts nach.
und hat einen ebenso großen Appetit auf fruchtige Snacks. Wann habe ich die Katze aufgenommen? Ich kann mich nicht dran erinnern. Leos Seele wiederhergestellt. Du hast alle Fragmente von Leos Seele gesammelt. Als Beweis für deinen Mut erhältst du eine besondere Sammelfigur. Leo und Sandra. Einst herrschte dieses Duo gemeinsam über das Tierreich, bis Leo ID F86 begegnete und plötzlich eine Sprache nutzte, die Sandra nicht verstand, also kein Miauen. Obwohl er das Bestienrudel gründete, verlor sie nicht das Glauben an ihn, sondern nahm eine neue Identität an und blieb an seiner Seite. Labor Fergus. Die gesammelten Fragmente von Leos Seele leuchteten immer heller, je mehr du dich ihrem Besitzer näherst. Du kannst Leopolds Präsenz auf dieser vergessenen, isolierten Insel spüren. Beeil dich und hilf ihm. Aber das, liebe Leute, machen wir erst in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Kirby und das vergessene Land. Bis dahin. Hüdelü.